Nee, zuerst Knicks Red gegen Komori. Na gut, dann halt Falco Peach. Ja, Knicks Red hat zwar schon, glaube ein, zwei Mal gegen Dennis gewonnen. Also er hat da auf jeden Fall schon was bewiesen gegen Peach, aber er hat auf jeden Fall einen Losing Record gegen Dennis. Ich würde sagen, Komori ist wahrscheinlich ein wenig schlechter als Dennis, wäre meine Einschätzung. Kann ich natürlich jetzt auch anders proven. Aber deswegen würde ich denken, dass Nick Schwert auf jeden Fall der Favorite ist in diesem Set. Hat auch einen sehr, sehr sicken Falco. Ja, diese Matchups strikt man, seitdem es FD nicht mehr gibt, meist auf Battlefield tatsächlich. Sehr, sehr gut für Falco eigentlich, dass FD rausgenommen wurde aus dem Stage Striking Rule Set. Also halt auch von den Starter Stages. Schön. Laser, Becker. Das Tiebreaker, achso, die haben schon gespielt? Okay, wurde gerade gesagt, das Set ist ein Tiebreaker. Also anscheinend haben beide den gleichen Rekord im Pools. Sie spielen gerade um den besseren Seed sozusagen. Also es ist schon ein bisschen was auf der Linie hier. Ich würde tippen, es geht um den letzten Seed, aber ich weiß nicht. Vielleicht auch um den dritten. Schöne Fair, Next Red gerade. Mit einem sehr, sehr guten Anfang. Okay. Eisdog Lead. Nice, ich muss auch ganz kurz auf Toilette. Okay, ich kann ja nicht übernehmen. Ja. Okay. Tiebreaker anscheinend. Also, haben wir dann alle Tiebreaker-Matches am Stream? Ich meine, die spielen eh ja. Alle spielen bei 1 zu 2. Hä? Alle spielen bei 1 zu 2. Okay, dann haben wir insgesamt auch nochmal 3 Sets, oder? Okay. Sieht aber auch ganz gut aus für den Next Red. Also wer ist noch in Tiebreaker? Next Red, Komori und? Oh. Oh, Peach sagen muss ich das kommentieren? Mann. Ja, das ist tatsächlich ziemlich nice. Wer war nochmal der Vierte im Pool? Oh ja, okay. Dieser sieht gerade nicht so gut aus für unseren Hannes. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Nix wird gegen Peach ziemlich gut. Also sehe ich nicht so gute Karten eigentlich für Komori, aber who knows? Who knows? Vor allem auch ein Best of Three, kinder cringe. Weil sieht gerade sehr, sehr convincing aus. Er muss jetzt diesen Stock closen langsam. Der braucht mal eine Juicy Mare oder Fair. Ja, und eine Down Smash, eine ganz kleine. Next Red kriegt immer mehr Prozente einfach an. Das will man nicht sehen als Hannes-Fan. Oh, what? Das tötet sogar? Verrückt. Okay, 1-0 für unseren italienischen Boy Next Red. Okay. Wahrscheinlich hat Next Red FD gebannt und jetzt Fountain. Respektabler Pick. Oh. In den Abfalleimer. Ach du Scheiße. Von der Ledge Grab auch super schnell. Hat mich eigentlich auch gewundert, dass das Falcon von Umbrella getroffen wurde. Es sieht sehr gut aus für Next Red gerade. Ich dachte mir, was der Favorit ist in dem Set. Ja, an sich schon, aber ich meine, das ist ein Three-Way-Tie, also. Ach so, wer noch? Banane. Okay, sick. Jetzt stehen auch alle 4-7 Game-Count. Oh mein Gott. Ja, sonst hätten wir ja doch kein Tiebreaker, oder? Ja, facts. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus für Next Red.
Ja, Banana Nix Red geschlagen. Nix Red schlägt gerade Komori. Weiß bloß, wie Komori Banane ausgegangen ist. Hat wahrscheinlich Komori dann gewonnen, ne? Müsste ja. Ja. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nach Liegestütze aus. Ja. Komori musste gestern schon Liegestütze machen, ne? Ja? Oh Gott. Mal schauen. Vielleicht wird er hier in den Playoffs ein bisschen buff. Aber ich meinte auch schon, Nix Red hat auf jeden Fall auch schon Sets gezogen von Dennis. Und ja, ja. Ich würde sagen, Dennis ist noch ein Stückchen besser als Komori. Das ist auf jeden Fall. Deswegen so. Nix Red gegen Peach sehe ich auf jeden Fall schon eher cool. Oh, oh nein! Oh, das sind Liegestütze. Was? Hä? Achso, das war ein Best of Three? Ja, ja. Achso, nur okay. Best of Three. Das war auf jeden Fall das Highlight bis jetzt. Mein Gott. Tja, Hannes. Ja. Musst du wohl ein bisschen trainieren jetzt. Nächstes Mal gibt es in diesem Matchup einfach nichts for free. Das mag ich so gerne in seinem Fall.